Hallo und herzlich willkommen zurück bei Penumbra. Also, ich habe mich mal belesen und es liegt nicht an dem Teil, sondern irgendwie muss ich das hier öffnen. Und wie ich das öffne, ist ganz einfach. Es ist dumm. Also ich meine, ich renne hier zehnmal drum herum, denke mir, meine Güte, wie krieg ich's auf? You seek to find the truth behind all this mystery and think it will set you free. But truth is relative and relatives cannot be trusted to bring good gifts. What you seek lies in the shafts beyond this collapsing of the sky, and if you look closely, so do I. A century of days has passed since I saw this area last. The diseased ones sought to kill poor Red, but I took them on a wild poultry chase. They ended dead. They came from out the big metal door, but after all my years, I knew the caves more. Hide and seek turned to seek and hide, and I buried them here beneath the solid rock sky. Yeah. Ich weiß nicht, ob ich es so toll finde, jetzt hier hinten zu sein. Wenn ich das jetzt schon sehe, kriege ich schon wieder das Kotzen, weil ich glaube... Das kann doch schon wieder nicht gut sein hier. Sicherheit runter. Okay. Herrlich. Also, das ist ein richtig guter Schocker. Wow. Okay, das Vieh ist weg. Irgendwie habe ich keine Lust, dahinter zu gehen. Okay, gut, sieht aus wie ewige Jagdgründe.
Ich mag es nicht, wenn die hier sprechen und ich nicht weiß, was sie sagen. Okay, von unten kommt also warme Luft. Hier kann irgendwas nicht stimmen. Ich meine, blinkendes Licht. Okay, Leute, wir überlegen mal, wie kriegt man eine Spinne tot? Okay. Wir rüsten uns aus mit der Spitzhacke, weil der Wesen hat ja extrem viel gebracht, du. Boah. Ah, man merkt, es ist Winter. Luza hat sich erkältet. Soll ja mal vorkommen, ne? Spinneneier. Fick dich. Okay. Keine gute Idee. Das bringt jedenfalls nicht viel. Also ich fände es schon cool zu wissen, wie kriege ich diese scheiß Viecher tot. Okay.
hat das jetzt gebracht? Ahnung, okay. Ich habe eine Idee. Okay, gut. Du kommst weg, dafür nehme ich dich rein. Okay, gut. Kämpfen. Will ich euch gleich mal sagen. Nein. Nein, das ist es nicht. Ganz im Gegenteil, es ist schwer. Weil nicht immer bleibt es so hängen, wie es hängen bleiben soll. Also, ich meine jetzt maustechnisch. Und das trifft so oft nicht immer. Cool. Ich habe ja noch Painkiller bis zum Abwinken. Boah. Nervig.
allen Dingen. Oh. Ah, ich glaube, das geht etwas auf Zeit. Und? Yes. Was ist das hier eigentlich? Okay. Okay, gut. Habe ich irgendwas, was ich da drunter stellen kann? Boah, da gibt es ja so richtig viel Auswahl. Okay, gut. Nächster Versuch. So, vorher nochmal hier gucken. Achso, da gucken. Also sowas wie Rennen wäre natürlich auch geil. Oh geil, die Teile platzen zum Glück nicht. Yeah! Leute, feiert mich, ich hab's geschafft. Oh. Puh. With my remaining ear to the ground, I hear your trembling Tutsis padding towards their final destination. Things come to those that wait, whether they want them or not, and soon I think your wait will be open. The great metal door in reality is calling you, just as the Reaper beckons me forward. I look forward to finally greeting you. I only hope I need not greet the Reaper Man first. Ah ja, was auch immer das heißt, das werden wir alles dann in der nächsten Folge herausfinden, Leute. Ich verlasse mich darauf, euch dann in der nächsten Folge zu sehen bei Penumbra Overture.